Welche Maßnahme wäre es denn jetzt, wenn Sie sich eine aussuchen könnten, die wir umsetzen können in Thüringen, um so einen sozial-ökologischen Wandel nochmal ganz stark aufs Gleis zu setzen, einen starken Impetus dafür, sowohl für mehr Gleichheit unserer Gesellschaft, für mehr Demokratie in unserer Gesellschaft? Gibt es da vielleicht eine Maßnahme, die Ihnen einfällt, die genau diese Weichenstellung vornehmen würde und die Sie uns jetzt mit ins Heft schreiben? Das mit der einen Maßnahme ist natürlich immer total schwierig, ne? Ich würde wahrscheinlich jetzt eher so ein Maßnahmenbündel benennen, aber was aus meiner Sicht gerade, auch wenn man sich jetzt die regionalere Entwicklung anguckt und guckt, was kann man eigentlich auch auf diesen Ebenen machen, ist es aus meiner Sicht extrem zentral und fundamental, die soziale Infrastruktur auszubauen, um genau auch diese sozial-ökologische Frage sehr wegzubringen von ihrer starken Fokussierung auf das Verhalten der Einzelnen, auf den Konsum der Einzelnen, dann häufig verbunden mit Appellen, sich anders zu verhalten. Was wir aus meiner Sicht brauchen, ist eine nachhaltige Politik, die nicht nur die individuellen Verhaltensveränderungen adressiert, sondern die tatsächlich andere Strukturen schafft. Und zwar nicht nur andere Strukturen im Sinne größerer Effizienz. Das ist so ein bisschen der Diskurs der ökologischen Modernisierung. Wir haben noch so ein bisschen auch, also Effizienz will einfach, man könnte sagen, zielt darauf, dass etwas besser wird. Dann haben wir immer noch sowas, was in der Debatte unter Konsistenz gehandhabt wird, dass etwas anders wird. Das wären erneuerbare Energien. Aber man könnte sagen, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt, nämlich die Suffizienz. Nämlich zu fragen, mit wie viel brauchen wir oder mit wie wenig könnten wir auskommen, dass diese Perspektive eine Struktur im Alltag braucht. Die Suffizienz taucht häufig wirklich nur im Appell an den individuellen Konsumverzicht auf. Und die Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin Uta von Winterfeld hat es, finde ich, mal sehr schön übersetzt, nämlich zu sagen, niemand soll immer mehr haben wollen müssen. Und darin steckt, wir müssen Strukturen schaffen, die es Menschen überhaupt im Alltag ermöglichen, mit weniger auszukommen und nachhaltiger zu leben. Und ich denke, da sind natürlich die Kommunen und die Städte Ansatzpunkte, denn das sind die Orte, wo die Menschen leben. Und das heißt, dass erstmal würde ich sagen, als Herangehensweise alle Programme, die auf suffizienzorientierte Stadtentwicklung zielen. In Flensburg gibt es zum Beispiel ein sehr tolles Forschungsprojekt, gefördert vom Bundesministerium für Forschung in Kooperation der dortigen Universität und der Stadt, wirklich für Flensburg Perspektiven und Hemmnisse einer suffizienzorientierten Stadtentwicklung auszuloten. Das bedeutet, wie sind die lokalen Mobilitätskonzepte? Das ist die Frage nach nachhaltigem Wohnungsbau. Das ist die Frage nach der Versiegelung von Flächen. Das ist die Frage nach örtlichem Tempolimit, nach nur noch regional produziertem Essen in Kantinen und öffentlichen Orten und so weiter. Das heißt, die Orte, wo es den Menschen strukturell leichter gemacht wird, nachhaltig leben zu können, sind wirklich diese lokalen Orte. Und da haben wir einfach das zentrale Problem der Finanzierung von Kommunen, dass viele dieser Aufgaben freiwillige Aufgaben der Daseinsvorsorge sind, die die Kommunen aus eigenen Mitteln bestreiten müssen. Wir haben das ja sogar bei sehr zentralen Aufgaben, wie sozusagen dem Recht auf einen Kita-Betreuungsplatz gesehen. Das heißt, es ist aus Sicht vieler Kommunen absolut logisch, für die Einnahmenbasis Gewerbe zu akquirieren, Gewerbegebiete auszuweisen, auf Tourismus zu setzen, also auf Wachstum zu setzen, um die Einnahmen auf kommunaler Ebene zu steigern. Das heißt, wir brauchen einfach hier eine andere Finanzierung, die dem Rechnung trägt, dass das die Orte sind, wo die Anfänge und die ersten Schritte für eine nachhaltige Gesellschaft und für eine suffiziente Stadtentwicklung gelegt werden können. Und das ist natürlich, könnte man sagen, eine Chance in einer politischen Konstellation, wie wir sie in Thüringen haben, genau dieser strukturellen Frage verbunden mit der Orientierung an den lokalen Orten, an denen Menschen leben, zu verknüpfen. Denn ich denke, dass auch über diese Erfahrung, dass ich nicht im Alltag mich permanent entscheiden muss, für eine häufig dann teurere, aufwendigere, nachhaltige Verhaltensweise, sondern wo einfach es nur noch bestimmtes Essen in den Kantinen gibt, wo es ein Verkehrskonzept gibt, das es mir eben leichter macht, auf mein Auto zu verzichten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir solche strukturellen Veränderungen brauchen, um auch mit einem Dilemma umgehen zu können, was wir im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik immer wieder sehen. Bewusstsein für das Problem ist das eine, Handlung ist das andere.
Es hat Studien gegeben, die gezeigt haben, es ging um die Praxis des Fliegens, dass wenig überraschend das Fliegen von denjenigen, die sich als Grünwählerinnen ausweisen, mit Abstand am kritischsten gesehen wird, dass aber genau diese Gruppe am häufigsten von allen Befragten fliegt. Wir haben die Konstellation, dass Umweltbewusstsein mitunter durchaus, was zu Recht kritisiert wurde, auch eine Klassendistinktion in bestimmten Kreisen geworden ist. Dass es aber trotzdem so ist, dass der ökologische Fußabdruck der urbanen Mittelschichten wesentlich größer ist als der von Menschen in strukturschwachen ländlichen Räumen oder im Hartz-IV-Bezug. Das heißt, wir müssen damit umgehen, dass wir hier sehen, Bewusstsein alleine führt nicht weiter, führt eher zu neuen Spaltungen, zu neuen sozialen Spaltungen. Stattdessen brauchen wir nachhaltige Infrastrukturen, in denen genau sozusagen die sozialen Unterschiede nicht nur über Transferleistungen, sondern über eine alltägliche Infrastruktur. Ich würde auch mal sagen, ich finde den Begriff einer sozialistischen Infrastrukturpolitik, die genau davon ausgeht, was ermöglicht uns im Alltag ein gutes Leben. Ich denke, das ist der zentrale Ansatzpunkt. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das gibt uns ganz viel Rüstzeug jetzt für die Diskussion. Wir haben ganz viel Argumentationsketten kennengelernt. Wir haben nochmal den Blick für das Grundsätzliche geschärft, für die strukturellen Veränderungen, die wir wirklich auch bei diesen Debatten, die wir führen müssen, um einzelne Politikfelder nicht aus den Augen verlieren sollen und jetzt, glaube ich, auch nicht mehr können mit diesem Interview im Hintergrund. Vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten, für die vielen Gedanken und Anstöße, die, glaube ich, damit jetzt getan sind. Wir werden sehr gern unsere Diskussionsstände und das, was wir erarbeiten, auch nochmal rückspielen. Aber vielen herzlichen Dank erstmal für diese Rahmen. Gerne. Thank you.